Der Pfeil zischte durch die Luft und fuhr der zarten, leuchtenden Gestalt quer durch die Kehle, wo er stecken blieb. Die Erscheinung schwankte und griff mit beiden Händen nach ihrem Hals. Die Greife brüllten und ihre Stimmen waren furchtbar. Sie bäumten sich auf, schlugen wild mit den Schwingen und rasten. Und rasten, den Wagen hinter sich herziehend, durch die Luft davon. Fern hörte man sie prasselnd in das Walddickicht einbrechen. Der Lichtschein flammte noch einmal rot auf, zuckte und erlosch. Der Einsiedler war beim Schwirren des Pfeils emporgefahren und hatte das Geschehen mit Entsetzen verfolgt. Er wandte sich um und erblickte den Räuber, der aus seinem Versteck getreten war. »Höllenkind!« heulte der heilige Mann außer sich, und Tränen stürzten ihm über seine ausgezerrten Wangen. »Unseliger, wortbrüchiger Teufel, was hast du getan? Waren dir all deine Sünden noch nicht genug? Musstest du auch diese noch begehen, um der ewigen Verdammten ganz sicher zu sein?« »Sachte, alter Freund«, sagte der Räuber beschwichtigend. Das da war nicht der Erzengel Gabriel. »Hochmut und Anmaßung«, schrie der Eremit zurück, »du Sohn der Finsternis und der Verblendung, wie willst du so hohe Dinge unterscheiden können? So dankst du mir all die Mühe, die ich mir um dein Seelenheil gemacht habe? Undank und Hochmut waren es, die Luzifer in den Abgrund gestürzt haben, und du bist ihm gleich. Geh fort, hebe dich von mir, Satan, und tritt mir nie wieder vor die Augen. Hör mal«, sagte der Räuber, »ehe du mich so rundherum und für immer zum Teufel schickst, komm lieber mit und lass uns mal nachsehen.« Der Alte stöhnte und schlug die Hände vors Gesicht, aber er wehrte sich nicht dagegen, dass der Räuber ihn aufhob und wie ein Kind in den Wald hineintrug. Der Räuber konnte die Blutspur im hellen Mondschein ohne Mühe sehen und folgte ihr. Er musste nicht lange suchen. Unter einem Weißdornstrauch fand er einen toten Dachs, dem der Pfeil quer durch den Hals steckte. Sonst war da nichts. Kein saphirener Wagen, keine Greife, keine Lilie. »Siehst du«, sagte der Räuber und lachte gutmütig, »du hast mir selbst gesagt, dass es böse Geister gibt, die in die Leiber mancher Tiere fahren und allerhand Unsinn treiben. Das war einer. Weiß der Henker, wo er jetzt hin ist?« Lange Zeit starrte der alte Eremit schweigend auf den toten Dachs. Endlich flüsterte er: »Aber du, wie konntest du das wissen, lieber Sohn, da sogar ich das Blendwerk nicht durchschaut habe?« »Das war einfach«, antwortete der Räuber. »Du hast mir gesagt, dass Heiliges nur von Heiligen geschaut werden kann. Wenn also du, der du ein weiser Mensch bist und ein heiligmäßiges Leben führst, den Erzengel Gabriel zu sehen bekommst, dann ist es ganz in Ordnung. Aber ich, der ich ein Sünder und ein Dummkopf bin, ich habe ihn genau gesehen wie du. Und da sagte ich mir, dass an der Sache was faul ist. Deshalb habe ich geschossen.« Danach schwieg der Einsiedler lang. Er stand im Schatten, und der Räuber konnte sein Gesicht nicht sehen, doch hörte er, dass sein Lehrer leise schluchzte. »Was ist los?« fragte er besorgt. Der Einsiedler flüsterte: »Ich schäme mich.« Der Räuber war verwundert. »Warum denn?« »Ich habe mir eingebildet, deine Seele retten zu müssen«, antwortete der Einsiedler. »Und nun hast du stattdessen die meine gerettet. Das Versprechen aus dem Traum, den ich einst hatte, ist mir erfüllt worden, aber ganz anders, als ich es erwartet habe. Durch dich, verstehst du das?« »Nein«, sagte der Räuber wahrheitsgemäß,
Kein Wort. Das macht nichts, meinte der Einsiedler, wischte sich die Tränen ab und begann zu lächeln. Ich sehe jedenfalls, dass ich ganz von vorn beginnen muss. Ich möchte von dir lernen. Komm, gehen wir zurück. And now you can think about the meaning of the story. Thanks for listening. I hope that you understood a lot of it. And yeah, keep learning.